Ja, wie wenden uns denn ethisch-moralischen Grundlagen der ganzen Geschichte zu? Herr Schöni hat ja auch schon darauf hingewiesen, dass diese ganze Frage nicht nur eine Frage der Mathematik und der Finanztechnik ist, sondern auch eine moralische Frage ist. Dazu habe ich Ihnen zuerst eine kleine Karikatur. Ich habe die Familie zusammengerufen, um anzukündigen, dass ich wegen der Inflation zwei von euch wegschicken muss. Nicht da treffen irgendwie moralische Werte auf ja, ökonomische Werte, ökonomische Faktoren. Und natürlich ist das etwas zugespitzt formuliert oder diese Situation ist zugespitzt, aber die Ökonomie beeinflusst unser Leben ganz massiv, auch unsere Familie, unseren Alltag. Ja, zunächst die Frage Ethik und Ökonomie. Dazu, was ist überhaupt Ethik? Ethik ist die Wissenschaft der Moral. Und die Frage der Ethik ist, was ist aus einer ganzheitlichen Perspektive betrachtet gut oder schlecht? Eine ganzheitliche Perspektive bedeutet unter Berücksichtigung aller relevanter Faktoren, ohne Ausschluss irgendwelcher wichtigen Faktoren. Also eine ganzheitliche Perspektive, was ist gut, was ist schlecht. Und weil die Ethik, die Moral so grundlegend ist, gibt es keinen moralfreien Bereich im menschlichen Leben. Es gibt keinen Bereich, wo diese Frage nicht gestellt werden müsste. Was ist gut, was ist schlecht? Die Freiheit des Entscheidens und Handelns führt immer moralische Verantwortung mit sich. Nicht, das ist eine Grundthese. Und diese Freiheit des Handelns, des menschlichen Entscheidens, führt zwingend moralische Verantwortung mit sich. Diese Verantwortung kann man nicht ablehnen. Nicht, es geht hier um moralische Verantwortung, sehr wichtig. Es geht hier nicht um rechtliche Verantwortung, nicht um rechtliche Haftung, das ist eine andere Kategorie. Nicht, in der Rechtspraxis gibt es ja viele Dinge, wo man Freiheit hat, aber die Verantwortung dafür nicht tragen muss. Siehe Finanz- und Wirtschaftskrise. Aber moralisch ist man immer dafür verantwortlich, was man tut, was man verursacht hat. Das ist also die Grundthese. Und die konventionelle Ökonomik, wie sie eben auch weiterhin vielfach gelehrt wird, macht eine Kosten-Nutzen-Abwägung, ohne den Faktor Mensch und den Faktor Natur zu berücksichtigen. Das wird einfach als Externalität betrachtet. Und das wird dann, etwas zugespitzt formuliert, kann man sagen, betrieben als Mathematik statt Moral. Also eine Mathematisierung, nicht der Wirtschaftswissenschaft, als wäre die Wirtschaftswissenschaft eine formale Wissenschaft. Ist sie aber nicht. Die Ökonomie, die Ökonomik als Wissenschaft ist keine wertneutrale Wissenschaft. Es ist nicht Mathematik. Es geht hier immer auch um moralische Werturteile, um die Frage, was ist gut, was ist schlecht. Das kann man eben aus der Ökonomik nicht ausschließen. Und was wir auch in dieser Karikatur schon gesehen haben, heute herrscht praktisch eine Hegemonie des ökonomischen Reduktionismus. Nicht diese reduktionistische, diese enge Perspektive des ökonomisch Nützlichen wird über andere Lebensbereiche drüber gestülpt. Das ist der wichtige Aspekt heute. Nicht? Denken Sie an die Politik. Es geht immer darum, haben wir Geld dafür? Es ist immer die wichtigste Frage. Zahlt sich das aus? Ist das profitabel? Nicht? Und dann versucht man, das Gesundheitswesen, das Sozialwesen, das Schulwesen und so weiter, alles irgendwie unter diesem Aspekt zu regeln. Das ist eben dieser ökonomische Reduktionismus. Der ökonomische Aspekt beherrscht unser Leben. Aber das ist eben sehr, sehr einseitig, es ist eben inhuman und destruktiv. Es ist inhuman, weil nicht der Mensch im Mittelpunkt steht,
sondern eben andere Aspekte, der Profitaspekt, der Marktaspekt und so weiter. Und es ist destruktiv, weil es unsere Lebensgrundlage langfristig vernichtet. Und stattdessen ist die Wahrheit, dass die Ethik als Wissenschaft der Moral die Grundlage der Ökonomik bilden muss. Sie stellt die Grundlage der Ökonomik dar. Jede Ökonomik, jede Wirtschaftswissenschaft, jede Theorie hat Werturteile. Nur wird das so dargestellt, als seien das keine Werturteile, wenn wir Mathematik betreiben, nicht? Das sind ja nur Zahlen, alles schwarz auf weiß. Aber da sind immer Werturteile dabei. Und wir können das so mal darstellen, das ist ganz nah an der Abbildung von Herrn Huber gestern. Nun habe ich da noch die Gesellschaft als einen weiteren Kreis hinzugefügt, nicht das Geldsystem in der Mitte der Wirtschaft. Und da ist aber die Gesellschaft drumherum. Das darf nicht vergessen werden. Und aus ökonomischer Sicht herrscht hier das Geldsystem. Das Geldsystem beherrscht die Wirtschaft. Sie ist im Zentrum, sie bildet den Ausgangspunkt für die Wirtschaft. Und die Wirtschaft beherrscht sozusagen die Gesellschaft. Die Wirtschaft stattet die Gesellschaft mit Werten aus. Das ist diese Sichtweise, nicht? Im Mittelpunkt stehen die Banken. Doch wenn wir die moralischen Werte betrachten, dann muss es genau umgekehrt laufen. Hier stellt die Gesellschaft den Ausgangspunkt dar. Die gesellschaftlichen Werte müssen unsere Wirtschaft bestimmen. Was ist gut für den Menschen? Was ist gut für die Natur? Und dementsprechend müssen wir unsere Wirtschaft gestalten. Eben diese ordnungspolitische Aufgabe besteht genau darin, die moralischen Werte in der Wirtschaft zu verwirklichen. Und natürlich kommt dann das Geldsystem, das der Gesamtwirtschaft dienen muss. Das Geldsystem hat eben die Aufgabe, also der Wirtschaft zu dienen. Gut, Ethik und Ökonomik. Hier habe ich ein paar moralische Werte aufgelistet. Das ist natürlich nur eine Auswahl, ein paar zentrale Begriffe, die für Menschen wichtig sind. Auch diese unteren Begriffe möchte ich Ihnen anempfehlen, nicht Nächstenliebe, glückliches Leben. Das sind doch sehr wichtige Dinge. Und dann gibt es ökonomische Werte, die heute eben so zentral sind. Nicht Geld, Wachstum, Effizienz, Kostensenkung, Nutzensteigerung, Konsum und Wohlstand. Natürlich gibt es hier keinen strikten Gegensatz. Das muss ich unterstreichen. Also es ist hier kein Gegensatz zwischen zum Beispiel Freiheit und Effizienz oder Würde und Effizienz. Effizienz ist natürlich auch aus moralischer Sicht gut. Ein sparsames Auto ist besser als ein Auto, das sehr viel Sprit verbraucht. Also es gibt hier keinen unbedingten Gegensatz, aber wir müssen uns die Frage stellen, wie sich diese Werte zueinander verhalten. Stehen diese Werte im Gegensatz? Wird zum Beispiel das glückliche Leben durch die Kostensenkung, Nutzensteigerung verhindert? Sind die Menschen eigentlich unglücklich in diesem hochentwickelten, modernen in diesem Wirtschaftssystem? Nicht, man denke an Burnout, an Stresssymptome und so weiter. Werden wir glücklich durch dieses Wirtschaftssystem oder werden wir vielmehr unglücklich, gestresst? Wir haben keine Freude mehr am Leben, nicht? Dann stimmt etwas nicht. Dann müssen wir diese beiden Werte irgendwie besser in Einklang bringen. Dass ein glückliches Leben mehr wert ist, auch ökonomisch betrachtet. Dass die Menschenwürde mehr wert ist, auch ökonomisch betrachtet. Dass eben die Ökonomie die moralischen Werte befördert und nicht verdrängt. Dass sie nicht genau dagegen wirkt. Nicht, dass man entweder man ist ein anständiger Mensch oder man ist ein erfolgreicher Mensch. Es wäre schön, wenn man das verbinden könnte, nicht? Dass man genug Geld hat und auch anständig sich verhalten darf, dass man moralisch auch wirtschaftlich tätig sein kann, ohne eben die Moral irgendwie im Vorzimmer lassen zu müssen, als Banker zum Beispiel. Auch Banker
sollten doch moralisch angesehene Menschen sein dürfen. Gut, moralische Werte in der Gesellschaft, hier habe ich zwei Grundwerte mal aufgestellt, Freiheit und Gleichheit. Nicht das Problem bei Freiheit und Gleichheit besteht darin, dass sie zu einem gewissen Grad konkurrieren. Je mehr Freiheit, desto weniger Gleichheit oder umgekehrt, nicht? Das ist ein Grundproblem, aber es muss kein strikter Gegensatz sein. Nicht das Prinzip der Freiheit, auf das sich ja die Liberalen, die Libertären oder Neoliberalen immer wieder berufen. Nicht keine Regulierung für die Banken, überhaupt der Staat soll sich aus der Wirtschaft heraushalten. Sie berufen sich immer wieder auf die Freiheit, auf die Unternehmensfreiheit. Freie Märkte werden da erwähnt, was das auch sei. Nicht? Was ist ein freier Markt? Kann ein Markt frei sein? Eigentlich können ja nur Menschen richtig frei sein und so weiter. Aber eben Freiheit ist aber trotzdem ein grundsätzlicher Wert. Nicht? Das dürfen wir nicht vergessen. Freiheit ist weiterhin wichtig. Jeder darf sein Leben selbst bestimmen. Nicht? Was will ich studieren? Was möchte ich werden im Leben? Das sind freie Entscheidungen und das ist gut so. Aber hinzu kommt das Prinzip der Gleichheit. Jedes Menschenleben ist gleich viel wert. Ein ganz, ganz grundsätzlicher, ein grundsätzliches Prinzip. Und dazu kommt noch, die Erde gehört allen gleichermaßen. Natürlich würden sehr viele sagen, okay, so grundsätzlich stimmen wir ja dem zu, nicht? Die Erde gehört ja allen, es gehört nicht nur den Weißen zum Beispiel. Auch die Schwarzen dürfen ja daran partizipieren und so weiter. Da hat eigentlich niemand Gründe dagegen, warum es nur ein paar Leute sein sollten, die die Erde besitzen oder darüber bestimmen. Und auch in Bezug auf das Menschenleben, nicht? Jedes Menschenleben ist gleich viel wert. Nicht jeder wird operiert. Nicht nur die Weißen kommen ins Krankenhaus oder so. Nicht jeder wird gerettet. Jedes Menschenleben ist gleich viel wert. Aber irgendwie ist unser Wirtschaftssystem trotzdem so ausgerichtet, dass diese Prinzipien nicht verwirklicht werden. Diese ganz grundsätzlichen Prinzipien. Und ich möchte mal hier dieses ganz grundsätzliche Gerechtigkeitsprinzip postulieren. Gleiche Freiheit für alle. Damit haben wir das Gleichheitsprinzip und das Freiheitsprinzip beisammen. Das mal als eine ganz rudimentäre, minimale Anforderung an ein Wirtschaftssystem. So, alle sollten Freiheit haben können. Nun gibt es hier zwei unterschiedliche Interpretationen von Freiheit. Es gibt eine negative Interpretation von Freiheit und die besagt, Freiheit ist Abwesenheit von Zwang und Regulierung. Nicht, das ist diese neoliberale, libertäre Denkweise. Und deshalb braucht man nichts anderes als Schutz vor Gewalt und Schutz vor Diebstahl. Nicht, kein Zwang, keine Regulierung. Das Privateigentum ist heilig. Niemand darf anderen Personen etwas wegnehmen mit Gewalt. Und diese negative Auffassung von Freiheit führt zu einem Staatsverständnis, das einen Nachtwächterstaat verlangt. Das ist dieses Verständnis von Freiheit. Es braucht nur einen Minimalstaat, einen Nachtwächterstaat, der eben über diesen Schutz vor Gewalt und Diebstahl darüber wacht. Und dieser Nachtwächterstaat impliziert eigentlich in Bezug auf das Geldsystem ein Free Banking. Das ist ja eine Vorstellung, die auch heute aktuell ist und auch von Wirtschaftsvertretern eingebracht wird. Sie sagen, okay, das bestehende Geldsystem ist schlecht, aber was wir brauchen, ist kein Vollgeld, sondern wir brauchen ein Free Banking. Wir brauchen mehr Freiheit. Das Problem ist, dass der Staat eben eingreift und wir brauchen noch mehr Freiheit. Das ist dieses Verständnis und ich werde darauf noch zurückkommen, warum das nicht gut ist. Und
Was ich hier noch sagen möchte, ist, dass dieses negative Verständnis von Freiheit ergänzt werden muss durch ein positives Verständnis von Freiheit. Freiheit bedeutet ja, dass man reale Handlungsmöglichkeiten hat. Sonst ist ja Freiheit nichts wert. Also wer kein Essen hat, der stirbt. Ohne materielle Ressourcen sind wir tot. Da nützt die Freiheit uns gar nichts mehr. Und deshalb ist dieses negative Verständnis von Freiheit völlig einseitig und eigentlich unbrauchbar. Wir brauchen ein positives Verständnis. Und dieses Verständnis besagt, dass man über materielle Ressourcen verfügen muss, um die Freiheit überhaupt leben zu können, um damit etwas machen zu können. Eben sich zum Beispiel am Leben erhalten, Nahrung haben, Kleidung und so weiter. Sonst kann man mit der Freiheit nichts anfangen und man ist gar nicht frei. Nicht, das wird ja oft gesagt durch die Neoliberalen, jeder hat die Möglichkeit, Unternehmer zu werden. Nicht, warum gründet nicht jeder eine Bank? Jeder hat doch die Möglichkeit dazu. Jeder ist frei dazu. Ja, aber das Problem ist, wenn jemand kein Geld hat, dann kann man auch keine Bank gründen, nicht? Die Hungern in Afrika können kein multinationales Unternehmen gründen. Nicht, es gibt keinen Internetanschluss und so weiter. Also, es braucht eine Zuteilung von Ressourcen, damit man überhaupt mit der Freiheit etwas anfangen kann, damit man überhaupt frei ist. Und deshalb braucht es einen nachhaltigen Sozialstaat. Es braucht eine gemeinschaftliche Institution, die diese Verteilung ermöglicht. Die ermöglicht, dass jeder wenigstens ein Minimum bekommt, um eben frei leben zu können. Und das kann man ohne einen Sozialstaat nicht machen. Ein Minimalstaat ist nicht genug. Es braucht mehr als nur die Polizei. Eben einen nachhaltigen Sozialstaat. Und dieses Konzept von Staat, diese Staatsauffassung, ist wirklich in Harmonie mit dem Vollgeldsystem oder verlangt nach einem Vollgeldsystem eigentlich. Ja, Geld ist eigentlich Freiheit. Ganz knapp zusammengefasst können wir das so sagen. Nicht? Geld bedeutet eigentlich, dass man Handlungsraum hat, Handlungsmöglichkeiten hat. Geld ist das universalste aller Mittel. Es ist das universalste Instrument. Es verkörpert deshalb Freiheit in einem besonders hohen Maß. Und deshalb ist ja auch Geld dermaßen ethisch relevant, weil es Freiheit bedeutet. Es bedeutet Handlungsmöglichkeiten. Und da stellt sich immer die Frage der Ethik. Was ist gut, was ist schlecht? Wenn wir handeln können, nicht? Wenn wir nicht frei sind, stellt sich diese Frage nicht. Aber wenn wir frei sind, wenn wir über Ressourcen verfügen, dann stellt sich automatisch und zwingend die Frage, verwenden wir die Ressourcen gut oder schlecht? Geld ist Freiheit und Geld ist ein zentrales ethisches Thema, ganz besonders die Geldproduktion, wie wir Geld herstellen und auch die primäre Zuteilung von Geld. Das machen ja heute die Banken. Die haben zuerst Geld in der Hand oder können das, besser gesagt, ja völlig frei herstellen eigentlich. Und das ist eine sehr, sehr wichtige ethische Frage. Und wir können zusammenfassen, das Geldsystem soll ökonomisch der Gesamtwirtschaft dienen und gesellschaftlich moralische Werte befördern. Und das habe ich hier nochmal hingeschrieben. A, allen Menschen gleiche Freiheit sichern und die Bewahrung der Natur ermöglichen, weil ja eine intakte Natur die Voraussetzung ist, dass auch unsere Nachkommen Freiheit haben. Nicht? Auch in Bezug auf die Staatsschulden ist das ja ganz, ganz zentral. Wenn wir Staatsschulden machen, wenn wir uns verschulden, dann haben wir eine große Möglichkeit, Freiheit. Wir haben viel Geld, wir haben Freiheit. Unsere Nachkommen haben aber keine Freiheit mehr. Sie leben unter einem großen Zwang. Nicht? Das ist ja fast schon eine Sklaverei, wenn man verschuldet ist und keine Möglichkeit hat,
als die Schulden zurückzahlen zu müssen. Da muss man sich sozusagen als Sklave verdingen, nicht seine Arbeit nur zum Verwenden, um Schulden zurückzuzahlen. Gut, dann möchte ich konkret auf die Geldsysteme ein wenig eingehen. Das fraktionale Reservesystem von heute. Heute haben wir eigentlich ein staatlich garantiertes Geld- und Kreditmonopol der Banken. Nicht alle denken, wir haben ein staatliches Geldmonopol. Stimmt nicht. Der Staat ist eigentlich heute dazu da, rechtlich zu garantieren, dass die Banken das Monopol haben. Nicht? Das ist die Wahrheit. Wir haben eigentlich ein verdecktes Free Banking in diesem Sinne. Der Staat garantiert den Banken, dass sie das Monopol haben. Das ist eigentlich die Rollenverteilung, nicht die Aufgabenverteilung. Banken machen Gewinne, Staat trägt Verluste. Eine gute Aufgabenverteilung für die Banken. Nicht? Das ist natürlich das Allerbeste. Ist für die Banken eigentlich noch besser als ein Free Banking. Dort gäbe es ja irgendwelchen Wettbewerb. Aber am besten ist ja immer kein Wettbewerb, sondern eine Monopolstellung, staatlich garantiert. Nicht? Das ist ja der pure Luxus. Da kann man sich zurücklehnen. Das ist eben das, was wir heute haben. Und eine massive Subventionierung der Finanzbranche auf Kosten der Realwirtschaft und der Gesellschaft. Nicht? Das ist ja dieses Monopol. Ein Monopol führt immer dazu, dass da Verzerrungen vorhanden sind, auch innerhalb der Wirtschaft. Nicht? Diese Subventionierung hat ja dazu beigetragen, dass sich diese Finanzbranche überhaupt so aufgebläht hat. Nicht? Wenn man eine Branche massiv subventioniert, dann bläht sie sich auf. Alle gehen dorthin. Nicht? Dort kann man ja gute Jobs haben, viel Geld kriegen. Nicht? Das Geld kommt ja von irgendwo. Diese Managergehälter kommen ja von irgendwo. Ja, von uns. Wir subventionieren dieses System, dass da so viel Geld rum ist, dass man dann alles sich frei bedienen können, nicht? Fördert moralisches Fehlverhalten. Unser heutiges Geldsystem nicht fördert, belohnt sogar moralisches Fehlverhalten, nicht zu große Risiken übernehmen. Wir haben da über die Credit Default Swaps gehört, CDS. Nicht? Es fördert ein Verhalten, dass man darauf wettet, dass Staaten pleite gehen, dass Unternehmen pleite gehen. Nicht diese Versicherungen, man versichert ein nicht vorhandenes Ding. Oder man versichert das Ding des Nachbarn, nicht? Und dann zündet man das Haus des Nachbarn an und dann kassiert man die Versicherungssumme, nicht? Das ist doch wunderbar. Ja, Schulden. Das ist ja implizit in unserem System. Es ist ja ein Schuldengeld, ein Kreditgeld. Geld wird geschöpft eben durch die Banken als Schulden und das führt zu einer ungerechten Verteilung von Freiheit und Unfreiheit. Nicht? Gewisse Leute machen Schulden, die haben Freiheit, können das Geld frei ausgeben, haben die Wahl, aber andere müssen dann das Geld zurückzahlen. Die haben keine Wahl mehr. Nicht die Griechen, nicht jetzt, heute. Die jammern natürlich. Und andere haben das Geld ausgegeben. Ja, und natürlich auch zwischen Generationen. Und überhaupt geschieht die Kreditvergabe heute durch dieses Geldmonopol der Banken, die Kreditvergabe geschieht nach Rentabilitätsgesichtspunkten der privaten Banken natürlich. Was ist für sie rentabel? Das wird mit Geld versorgt und unterstützt, solche Investitionen. Aber andere Investitionen, die dem Gemeinwohl dienen würden, aber nicht so profitabel sind oder keine Spekulation zulassen, die werden nicht mit Geld versorgt. Nicht? Die soziale Branche oder so. Die Familien. Gut, dann zusätzlich der Wachstumszwang wurde schon mehrfach erwähnt an der Tagung. Unser Geldsystem enthält einen Wachstumszwang und deshalb ist es eigentlich ein Schneeballsystem. Nicht Schneeballsysteme sind eigentlich verboten in der Wirtschaft. Nur ist unser ganzes Geldsystem ein Schneeballsystem, das eben dann staatlich gefördert wird, weil ja dieser Wachstumszwang vorhanden ist, indem die Kredite ja getilgt werden müssen mit Geld und zusätzlich noch die Zinsen bezahlt werden müssen.
Nicht getilgte Kredite verschwinden, aber das Geld für die Zinsen verschwindet nicht. Das behalten die Banken. Also die Geldmenge vermehrt sich. Das lässt sich hier nicht in Frage stellen. Und darum ist es ein Schneeballsystem. Und wie Sie wissen, jedes Schneeballsystem kollabiert irgendwann. Das ist vorprogrammiert. Das kann nicht gut gehen. Und dieser Wachstumszwang führt entweder zu Inflation. Nicht? Man kann Wachstumszwang durch Inflation abfedern. Man druckt Geld. Einfach nominal dieses Wachstum auffangen. Das ist die eine Möglichkeit. Bei der Inflation stellt sich natürlich die Frage der Umverteilung. Es ist eine undurchsichtige Umverteilung. Wer kriegt da Geld, nicht? Und wessen Geld ist dann weniger wert? Dann die andere Möglichkeit, diesen Wachstumszwang zu befriedigen, ist Ausbeutung der Natur. Und die Ausbeutung der Natur ist nichts anderes als eine fatale Verschuldung auf Kosten der Zukunft. Und was ich schon gesagt habe, verdrängen moralische Werte. Deshalb ist das Geldsystem ethisch nicht vertretbar. Dann kurz Free Banking, vor allem von Hayek und anderen liberalen, neoliberalen Libertären, wie er das befürwortet. Freier Wettbewerb von Währungen und keine Regulierung für Banken. Und hier habe ich nur ein paar kurze Punkte zusammengefasst, weshalb dieses Free Banking-Konzept nicht haltbar ist und moralisch völlig daneben ist, völlig falsch ist. Die Ausgangsdiagnose dieses Konzepts ist falsch. Denn das Free Banking geht davon aus, dass wir heute ein staatliches Geldmonopol haben. Nicht? Und diese Ausgangsdiagnose ist schon völlig falsch, was diese Leute behaupten. Zweitens, diese Leute haben nur einen einseitigen Freiheitsbegriff. Freiheit ist nur negativ, nur Abwesenheit von Regulierung und Zwang. Und auf eine einseitige Auffassung von Geld. Geld ist nur eine Ware, kein öffentliches Gut. Nicht darüber werden wir bald hören. Geld als öffentliches Gut, Service Public und so weiter. Aber diese neoliberale Auffassung ist, Geld ist nur eine Ware und Geld sollte durch Nachfrage, Angebot, freier Markt und Wettbewerb geregelt werden. Nicht, wenn es Nachfrage nach Geld gibt, dann sollte sie einfach befriedigt werden. Im Mathe statt Moral. Und die illusorische Annahme, dass ein ungeregelter Markt automatisch gutes Geld hervorbringt. Nicht, als hätte es diese Krisen nicht gegeben. Als hätte es die Finanz- und Wirtschaftskrise nicht gegeben. Wo ja genau die Banker in erster Linie dafür verantwortlich sind. Und jetzt wollen sie noch diese wenige Regulierung wegnehmen und alles einfach frei den Bankern überlassen. Also das wäre wahrscheinlich ein großes Chaos und eine Anarchie. Und dann mein letztes, oder besser gesagt vorletztes Bild, Vollgeld. Nicht Herr Huber sitzt hier unter uns, staatliches Geldmonopol, sicheres Geld außerhalb der Bankenbilanzen. Nicht, das wird oft hier vergessen. Außerhalb der Bankenbilanzen, drum ist das Geld sicher. Die Banken können das gar nicht wegnehmen. Nicht, es gibt keinen Bankrun, dass die Leute ihr Geld zurückhaben wollen, wie heute in Griechenland und Spanien und so weiter. Das ist gar nicht möglich. Schon das wäre ja ein riesiger Fortschritt, wenn das Geld so sicher wäre. Geldschöpfung kann Gemeinwohl dienen, nicht diese Möglichkeit ist da, eben durch diese Seniorage und so weiter stabilisierte Realwirtschaft. Die Realwirtschaft wird mit Geld versorgt. Demokratische Kontrolle des Geldsystems, ganz, ganz wichtig, wir wollen keine Oligarchie haben. Nicht heute haben wir eine Oligarchie, die Herrschaft der Reichen, das ist die Tatsache. Man kann bei Plato nachlesen, was eine Oligarchie ist. Das trifft sehr schön auf unsere Zustände zu. Wir sind leider recht weit entfernt von einer wahren Demokratie. Und sehr wichtig, das Vollgeld ermöglicht ein nachhaltiges Wirtschaften. Ist kein Hindernis des nachhaltigen Wirtschaftens, wie heute das Geldsystem ermöglicht eine gerechte Zuteilung von Geld. Jeder bekommt ein Minimum wenigstens, was er braucht fürs wirklich freie Leben und harmonisiert moralische und ökonomische Werte. Deshalb ist sie ethisch erwünscht
Und mein letztes Bild haben Sie hier.